Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich warte gerade auf Hakan und Milay. Hakan ist nämlich gerade Milay abholen gegangen. Sie wollte heute zu uns kommen, weil wir so ein bisschen das Babyzimmer herrichten wollten. Die ganzen Babymöbel wurden nämlich letztens schon geliefert. Wir werden hier in dieser Wohnung allerdings nicht alles gebrauchen, sondern nur die Wickelkommode wollten wir hier schon mal aufstellen, damit ich wenigstens ein bisschen Ordnung habe. Und da wollte uns Milay heute helfen kommen. Also die Wickelkommode wird heute aufgebaut und einsortiert. Die ganzen Klamotten und Kleinkramsachen eben, die wir schon haben, wollte ich dann mit Milays Hilfe in die Wickelkommode schon mal alles schön einsortieren und eventuell auch schon mal das Beistellbett aufstellen. Wir haben ja nur noch knappe 4 Wochen, ne? Aber ich muss gestehen, heute geht es mir überhaupt nicht gut. Mir ist schon den ganzen Tag so schlecht. Also ich liege hier auch schon den ganzen Tag auf der Couch und bin jetzt auch ganz froh, dass Milay helfen kommen wollte. Weil dann können das Hakan und Milay so zum größten Teil eigentlich alleine machen und ich gucke dann halt immer wieder, wie die beiden vorankommen und kann dann Ratschläge oder Anweisungen geben. Also jetzt gerade muss ich sagen, geht es wieder ein bisschen. Ich habe mich so ein bisschen aufgerappelt, aber ich merke jetzt schon, je mehr ich mich anstrenge hier zu reden, ne, kommt wieder so ein bisschen die Übelkeit hoch, aber wir werden sehen. Ich hoffe, ich schaffe den heutigen Tag und ansonsten dürfen Milay und Hakan das heute alles alleine machen. Aha, und da kommen die beiden auch gerade zur Tür. Hallo. Du kommst jetzt ins Heim. Freust du dich schon? Yes. Milay, mir geht's heute aber nicht so gut. Du musst mit Abi viel alleine machen, okay? Ach so. Ja. Schafft ihr das? Ja. Und hier ist das Zimmer, Leute. Es ist einfach ein... Wieso Hakan? Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Hä, was ist daran jetzt so schlimm? Ist was kaputt gegangen? Ja, alles. Abi, was hast du gemacht? Ja, ich wollte es mal nur kurz mit mir ausprobieren, ein bisschen wo spannend. Ich mach das jetzt auf meinen Kopf. Oh mein Gott, habe ich gerade einen Schock bekommen. Hakan! Und hier sind die ganzen Möbel, Leute. Das muss jetzt heute alles ein bisschen sortiert werden. Okay, ich sehe schon, wenn ich nicht dabei bin, das wird eine Katastrophe. Ja, du redest die Welt jetzt. Jetzt muss Milay erstmal den Dreck von Hakan wieder beseitigen. Schaut mal, jetzt gerade habe ich die ganzen Sachen vorübergehend hier so untergebracht. Aber das ist auf Dauer echt keine Lösung, weil das null Ordnung hat. Beziehungsweise, weil die Dinger hier, diese Organizer, nicht anders reinpassen. Das heißt, bis ich von da hinten was rausholen muss, müsste ich alle erstmal vorziehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich zumindest hier in der Wohnung die Wickelkommode schon mal aufbaue. Dann kann das nämlich weg. Das steht hier ja nur provisorisch. Hier sind schon die ganzen Möbel. Die kommen dann aber in den Keller, also der Kleiderschrank und das Bett. Wir bauen, wie gesagt, nur hier die Wickelkommode auf. Und die wollen wir hier hinstellen. Unter dieses Regal hier. Und guck, das ist schon mal die Wickelauflage, Milay. Die kommt dann später auf die Wickelkommode drauf, dass es so schön gepolstert ist. Okay, so. Ihr seid ja schon ziemlich weit gekommen. Ja, das hat aber jetzt lange gedauert, weil ich echt einen scheiß Fehler gemacht habe. Die zwei Amateure. Aber uns fehlt was, Milay. So Leute, also unsere Wickelkommode ist jetzt fertig geworden. Ich zeige es euch nochmal gleich. Das Ganze hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil wir mit Milay einen technischen Fehler eingebaut haben und danach so gesehen fast den halben Schrank wieder auseinanderbauen mussten und dann eben wieder neu. Schaut echt schick aus, muss ich sagen. Also die Griffe da unten schauen jetzt heller aus durch das Licht, aber die sind genauso in Holzoptik wie der obere. So schaut das ganze Ding aus. Und obwohl es jetzt so spät geworden ist, wollte ich jetzt unbedingt noch die Klamotten von meinem Sohnemann, die wir hier professorisch hier eingeräumt hatten, umräumen, damit das Ganze endlich mal ein Ende hat und wir ready sind für unser Baby. Jetzt haben wir das ganze Provisorium von unserem Schuhschrank vorübergehend, was vorübergehend war, habe ich jetzt hier schnell reingeräumt. Okay, hier ist noch nicht ganz die Ordnung drin, ehrlich gesagt. Da ist halt viel so Pflegezeug, was weiß ich, Thermometer, dann die Flaschen und so.
Flaschen sind hier, genau, da muss man noch ein bisschen Ordnung reinbringen. Aber die Organizer sind richtig cool geworden, den Klamotten haben sogar perfekt reingepasst. Das ist schon mal richtig schön. Und hier ist der Bademantel, Handtuch und so, hat auch perfekt reingepasst. Also, es geht voran. So, meine Lieben, ich melde mich in alter Frische wieder. Mittlerweile ist ein ganzer Tag vergangen. Ihr werdet es nicht glauben, aber mir ging es gestern dann noch so schlecht, wirklich. Ich habe es nicht mehr auf die Beine geschafft. Ich habe mich nur noch übergeben müssen. Und ja, jetzt geht es mir Gott sei Dank wieder besser. Milay und Hakan haben ja gestern die Wickelkommode aufgebaut. Hakan hat die Wickelkommode so ein bisschen schon eingeräumt gehabt. Und ich habe das Ganze heute ein bisschen perfektioniert und würde sagen, jetzt ist alles komplett fertig und wollte euch jetzt mal den fertigen Zustand zeigen. Ja, und wie man sieht, hat sich da jemand auch gleich bequem gemacht. Nala, was soll das? Also, ja, hier oben habe ich jetzt so ein bisschen alles wieder schön gemacht. Da auf dem Korb steht ja der Name drauf. Das habe ich jetzt abgedeckt, weil wir sie noch nicht veröffentlichen wollen. Hier ist auch nochmal ein A. Und ja, dann habe ich diesen Traumfänger hier schon mal aufgehängt. Der wird dann auch im neuen Zimmer hängen. Und ja, das ist die Wickelkommode an sich. Hier habe ich jetzt nochmal so eine Plüschdecke draufgelegt. Eigentlich ist die für den Stubenwagen gedacht, aber ich dachte mir, irgendwie wird das mit dem vielleicht doch zu kalt. Deswegen habe ich jetzt mal vorübergehend provisorisch diese Kuscheldecke hier noch draufgelegt. Passt farblich aber auch ganz gut dazu. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Heizstrahler. Der sollte auch in den kommenden Tagen geliefert werden. Und dann sind wir vorerst mal komplett ausgestattet. Wie gesagt, in dieser Wohnung werden wir jetzt nur die Wickelkommode lassen. Der Rest steht hier und das kommt dann alles in die neue Wohnung. Ich habe hier die oberste Schublade noch so ein bisschen perfektioniert, Leute. Hier sind Windeln und Wickelauflage drinnen. Hier sind ein bisschen Feuchttücher. Da muss aber auf jeden Fall noch was nachgekauft werden. Das war jetzt mal unsere Erstausstattung. Und jetzt, nachdem die Wickelkommode steht, kann ich ja, Windeln und so weiter jetzt noch mit einkaufen. Hier habe ich jetzt so Krimskramszeug. Also für die oberste Schublade habe ich ehrlich gesagt auch heute neue Organizer bestellt, damit das ein bisschen ordentlicher aussieht. Das ist jetzt, wie gesagt, nur mal die erste Einrichtung, aber das ändert sich auf jeden Fall jetzt die kommenden Tage noch, wenn die Organizer für die obere Schublade auch da sind. Aber in der Schublade bleibt das auf jeden Fall, also so Krimskramszeug. Dann habe ich hier Mützchen, Handschuhe bzw. Fäustlinge, Socken, Strumpfhosen und die Lätzchen. Hier habe ich so Stilleinlagen für mich, die kommen vielleicht dann auch demnächst mal ins Bad. Dann habe ich hier so Strickschüchen, richtig süß. Hier in dieser Box sind die ganzen Schnuller drinnen. Geht es weiter in der unteren Schublade. Die hat euch Hakan gestern ja schon gezeigt. Da hat sich jetzt nicht viel verändert. Ich habe die Organizer nur noch mal länglich alle reingestellt. So hat man einen schöneren Überblick. Und die Sachen gehören zum Beispiel immer zusammen. Also das und das, 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 das und das. Also dass man da auch Bescheid weiß. Und hier auch. Also die gehören immer zusammen. Das sind dann immer so Zweier-Sets. Und hier waren gestern noch die ganzen Söckchen und Mützen und so weiter drin. Aber wie gesagt, die habe ich ja jetzt hier oben verstaut. Das heißt, hier habe ich jetzt nochmal schön Platz für Klamotten. Und in der untersten Schublade hat sich jetzt eigentlich nichts verändert. Da sind Decken, Handtücher und die ganzen Wickel- und Mulltücher. Genau, also so viel zu unserer jetzigen Situation, zur jetzigen Wickelkommode. Das war es jetzt aber auch schon mit unserem Video, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, obwohl es ein bisschen chaotisch war. Wenn ja, dann lasst uns doch einen Daumen da. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ciao!